Und ich kann jetzt in CorelDRAW selber wieder verrückte, schöne Sachen einsetzen, um meine Manga-Kunst weiterzutreiben. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier meine fertige Illustration, die in Paint umgesetzt ist und die möchte ich vektorisieren. Das heißt, alles, was ich jetzt hier habe, sind ja Pixel. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ganz nah sind es ja diese einzelnen Punkte, die zusammengesetzt mein Bild ergeben. Und in der weiteren Verarbeitung ist so eine Geschichte auch gut, wenn ich Vektorergebnisse hätte. Das heißt, Punkte und Flächen, die eben durch Punkte begrenzt sind und eben mit einer kompletten Farbe gefüllt sind. Dadurch wird die Illustration einfacher sozusagen. Und das möchte ich jetzt nur mal zeigen, wie man da vorgehen könnte. Man könnte ja auch die komplette Strichzeichnung, die wir hier haben, im CorelDRAW Step by Step oder Fläche für Fläche in sich füllen. Jetzt schauen wir uns die sogenannte Vektorisierung an. Also die bordeigenen Mittel von Corel erlauben uns, aus einem Pixelbild eine Vektorversion zu machen. Ich dupliziere uns jetzt hier mal unsere Yoshimi und sage hier Objekt in Bitmap konvertieren. Wir machen das jetzt mal mit einer kleineren Auflösung, sagen wir mal 200 dpi. Dadurch wird es etwas unschärfer, aber ich habe die Möglichkeit, das dann wieder sehr schön in die Schärfe zu bekommen, indem ich jetzt über Bitmaps Umrissvektorisierung eine Art der Clipart-Version mache. Und jetzt öffnet dieser Dialog, wie ich eben ein Vektorergebnis erzielen kann. Oben sehe ich eben die Ausgangsversion und unten, wenn das Bild jetzt entsprechend analysiert worden ist, sehe ich dann die Vorschauversion. Sehen wir gleich. Er zählt jetzt hier runter, 3, 2, 1. Und ich sehe jetzt hier unten dann gleich das mögliche Ergebnis, wie die Vektorisierung aussehen wird. Da sind mir jetzt noch zu wenig Details drin, aber noch zwei wichtige Anpassungen, die ich machen muss. Ich kann hier auf den Anpassungsreiter sagen, ich möchte eine Illustration haben. Das ist wichtig, damit diese Außenkanten schön geschwungene Linien werden, die Farben schöne flächig werden. Also das ist eine Voreinstellung, die in der KI im Hintergrund von diesem Teilprogramm das so schön rechnet, dass es sehr flächige Umsetzungen geben wird. Und ich erhöhe jetzt den Detailgrad. Wenn wir jetzt näher mal diese Vorschau anschauen, sehen wir eben dann auch, dass wir einfach mehr Details ins Gesicht hineinbekommen. Und das kann ich jetzt so lange einstellen mit der Kantenglättung, mit der Außenglättung, dass ich ein Ergebnis habe, das mir jetzt am besten gefällt. Und ich jetzt von dieser Pixelversion in eine Vektorversion komme. Wenn ich hier auf OK drücke, habe ich schon sofort die Vektorversion. Kann ich schnell beweisen, indem ich es zur Seite ziehe und wir hier sehr schön schon die Außenkanten unserer Vektorflächen sehen. Und wenn ich jetzt hier näher rangehe, dann sieht man genau, was ich gemacht habe. Ich habe einfach reduziert. Ich habe hier Flächen zusammengefasst. Ich habe reduzierte Ergebnisse von meinem jetzt noch sehr detaillierten, mit vielen Übergängen gezeichneten ersten Version. Hat viele Vorteile. Wenn ich so eine Version habe, kann ich innerhalb vom Manga dann so weiter arbeiten und eben da verschiedene Sachen machen, wobei ich auf dem Cover zum Beispiel diese Umsetzung von Painter setzen würde.